Und ja, ich dachte es mir fast, warum da und da auf jeden Fall noch was angezeigt wird. Warum hier noch was angezeigt, also sichtbar ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Hier ist einfach nur aufgedeckt von meinem Spaziergang. Oh, Molchos, den kenne ich gar nicht. Und da ist Knoblin. Ach, du verkaufst so Zauber, gut. Händler Knoblin. Der verkauft uns nachher auch die Runen. Also die Zwergenrune, die Menschenrune sollte ich auf jeden Fall mir holen. Dunkelelfenrune, keine Ahnung, muss ich zugeben. Weil das ist etwas, was ich noch weiß. Wir, die erste Armee, die wir in Shadow of the Phoenix haben, ist eine Menschenarmee. Und die letzte, die wir hier in Breath of Winter haben, ist eine Zwergenarmee. Deswegen die beiden auf jeden Fall. Bei den anderen Vieren bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und das werde ich auch jetzt gerade nicht nachgucken. Ich habe nämlich genug geschummelt jetzt schon und gespickelt. So, wir brauchen noch den das Schnitzermesser von unserem letzten. Und ja, die überschüssigen Münzen können wir dann genauso verkaufen wie den ganzen Rest, den wir nicht brauchen. So, Miratur. Gefängnis. Und ich habe nochmal genau nachgelesen, der soll im Norden irgendwo sein. Also im Norden in Miratur jetzt mittlerweile. Also denke ich mal, er ist hier oben irgendwo versteckt. Gehen wir mal so auf die Suche nach ihm. Ah, da ist er ja. Sehr schön. Dann können wir nämlich das auch erledigen. Können die Knochenschnitzer-Quest erledigen. Wir haben auf jeden Fall noch genug Gold für zwei Runen, aber wir kriegen ja noch mehr Gold. Ja, 30. Jetzt haben wir nicht mehr genug Gold für zwei Runen. Dann porten wir uns hierher, gehen hoch zum Knochenaltar. Das wollte ich nicht. Entschuldigung.
Also ja, wir müssen zuerst die Rüstung craften, weil wenn wir zuerst die Waffe craften von dem Set, was wir wollen. Wir sehen echt komisch aus. Also wir sind jetzt kunterbunt, echt. Ja, das nächste Level-Up muss noch komplett in Stärke gehen, sehe ich gerade. Yay. Schön. Okay, Miratur, westlicher Sumpf dürfte das sein. Ja. Wie gesagt, noch 5 Level-Ups. So, hier speichern wir sicherheitshalber mal wieder. Der seltsame Altar weist Kratzspuren auf, als wäre darauf mit einem Werkzeug gearbeitet worden. Überall liegen Knochenteile. Auf diesem Altar könnt ihr eure Knochenformer-Kunst einsetzen. Was wollt ihr fertigen? Ja, wir können hier uns jetzt entscheiden zwischen Knochengegenstand des Berserkersatzes oder Knochengegenstand des Ahnensatzes. Also entweder für Kämpfer oder für Magier. Also wir nehmen Berserker, weil Kämpfer. Und wir müssen zuerst die Armor herstellen, bevor wir das Schwert herstellen. Ja. Bedenkt, wenn ihr den Gegenstand aus diesem Berserkersatz fertig werdet, ihr keine Gegenstände aus dem Ahnensatz mehr herstellen können. Ja, herstellen. So, das dürfte uns jetzt genau den blauen Stein und ein Knochenschnitzermesser gekostet haben und das Brustteil. Gut. Ja, jetzt können wir das Schwert herstellen. Das sollte uns den Viol Interessant. Ich habe doch gerade das Schwert hergestellt, ja. Die Rüstung ist übrigens auch nicht schlecht. Benötigt die beliebige Kampfkunst 10. Aber ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das hat mich jetzt das Sägeteil gekostet. Mal gucken. Schädelhelm. So, den Schädelhelm. Das finde ich sehr interessant. Schlecht ist es nicht gerade. Ich
werde es wahrscheinlich am Schluss nicht tragen. Mal gucken, wer es am Schluss kriegt. Dürfte ja noch eine Rune abfallen, hoffe ich mal, dem wir es geben können. Ja. Gut, das hat übrigens auch die Quest gelöst. Also Knochenschnitzer. So, dann gucken wir mal, was wir noch herstellen können. Eine Schädelarmbrust. Ich glaube, da kommen sie sich nicht mal in die Quere, die Sch Edelsteine. Schädelarmbrust. Feuerspeil oder als Frostwerfer. Benötigt Armbrust 10. Ja, das ist gut. Dann nehmen wir, weil es im Zeichen des Winters ist, den Frostwerfer. So. Eine Schenkelknochenkeule. Wollen wir auch herstellen. Einen Rippenbogen. Giftgrün oder Feuerrot? Ich habe gelernt, Gift ist in dem Spiel böser. Also gibt es einen giftigen Bogen. Einen Rippenbogen herstellen. Giftgrüner Rippenbogen. Ein Rippenknochen, Knochenschnitzermesser und ein grüner Blutedelstein. Was? Jo, ist klar, ich hab den Knochen nicht. Okay. Vergessen wir das, das kommt noch. Ja. Also dran denken, dass wir erstmal keine Blutedelsteine verkaufen werden. Fertigen wir noch das letzte Teil. Ein Knochensplitter. Dolch. Zwei Varianten. Arkane oder Astral. Der Arkane Dolch benötigt zur Verwendung eine Fähigkeit Elementarmagie oder schwarze Magie. Der Astrale Magie braucht der Astral braucht weiße oder Mentalmagie. Dann den Astralen, bitte. So. Okay, also den Knochen für den Bogen kriegen wir noch. Den Knochen können wir verkaufen. Oder auch nicht. Egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt den hier. Der toll ist, weil er plus 10 Intelligenz macht. Egal. Ist gut so. Ist alles gut so. Gut, das heißt, wir gehen jetzt nach Tirganach erst. Verkaufen nichts von hier. Nichts von hier, weil hier haben wir nichts. Wir verkaufen Runen bis auf. Also die roten gar nicht. Und hier verkaufen wir alle, bis auf die Kriegerin mal. Die können wir noch aufheben.
Und hier können wir alles verkaufen, bis auf die Knochenschnitzer-Sachen. Außer vielleicht die Knochen selber. Also Tirganach. Tirganach. Elfenstadt.